Hallo Tim. Hallo Nils. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen bin ich heute ein bisschen leise, aber sonst alles super. Hier hast du ein paar Stufen. Ah, super. Jetzt fühle ich mich gleich schon viel Ne, immer, besser. also vorm Schlafengehen schön die Stufen auf dem Brustkorb verreiben. Dann geht's dir morgens schon wieder viel besser. Danke, machst du ein Stück Holz. Komm, ich habe eine Idee. Ich Was kenne denn? einen guten Voodoo-Zauber, um dich zu heilen. Echt? Ah, das finde ich gut. Pass Komm. auf, da müssen wir aber zu unserem hier Voodoo-Schrein da hinten hin. Cool. Ich habe eine Feder. Hast du einen Knochen oder ein Gehirn dabei? Ja, einen Knochen habe ich dabei. Super, guck mal, Meinst du Feder, aus Knochen, dem. da können wir was draus beschwören, Ich oder? glaube auch. Cool. Ich bin mal gespannt, was rauskommt, wenn man etwas Wieso kann ich heute nicht rennen? aus einem Wahrscheinlich, weil ich krank Knochen bin. und einem Gehirn und einem einer Feder zaubert. Ja, du Genau. hast wahrscheinlich Hunger. Ah, Oder? tatsächlich, du hast So recht, wie ja. ich auch. Möchtest du ein Steak? Ne, ich habe sogar noch ein paar Steaks, aber danke. Oder wie viel hast du? Zwei. Ich habe drei. Die futter ich jetzt auch noch mal kurz und dann renne ich. Ich gehe schon mal vor. Ein bisschen Gewitter wäre natürlich geil, ne? Kann man Gewitter! das irgendwie in die Server reinhacken? Nee, ne? Ja, doch, man kann mit der Konsole irgendwie das Wetter ändern, ist mir aber egal. Ich möchte übrigens hier noch so einen Vorbau dran machen und so eine Zugbrücke. Oh, das Zumindest wäre mit so einem cool. Burggraben. Weißt du, ich möchte hier Das wäre ganz quasi cool. noch so ein Stück anbauen, wie ich gerade laufe, an die Burg ungefähr. Und dann Ja. nach da die Brücke. Wir können uns eigentlich auch Ich mal lasse so ein. dir Ja? hier architektonisch völlig freien Spielraum bei diesem Das ist Dingensteil. aber nett. Weil ich mir nicht mehr so ganz sicher bin, was das Haus hier eigentlich sein soll. Das ist unsere Festung. So, hier ist Jo, ich hole die Feder nochmal der raus. Du musst gleich den Knochen Schrein. So, ich rausholen lege und den dann Knochen probieren wir schon mal es. drauf. Wie macht man das nochmal? Mit F? Q. Ja, jetzt musst du aber den Knochen Nice. auch wieder hinlegen. Warte, Und die Feder musst du jetzt auch wieder hinlegen. Gott, ich habe zu lange nicht mehr Minecraft gespielt. Also. Nein, Leg's vor den nein, Schrein. nein, nein, nein. Okay. Das muss da drauf, sonst geht irgendwas schief. So. Dann probieren wir es mal. Perfekt. So, ich mach noch mal extra Fackeln eben. Ja. Eine hatte ich nur noch. Hast du Kohle? Dann habe ich auch noch eine. Nö, ist egal. Nee, egal, gut. Ich nehme den Stock. Ich habe hier einen Zauberstab, guck mal. So, unten Fleisch kommt auch noch dazu. Guck mal, ich habe einen Zauberstab hier. Moment, das ist ein Zauberstab. Ja, siehst du? Oh! Wow! Und das alles, Was ist denn? bevor wir die Formel. Das ist ja krass. Was haben wir geschaffen? Ein. Oh boah, es ist ein CK. Es hat einen Knochen. Es ist ein. Was ist es? Es greift dich an. Es ist aggressiv. Wunderschönen guten Tag. Hallo! Hallo, was bist du Hallo! Wer bist denn? denn du? Ja, ich bin der CK. Ja. Hallo. Hallo! Hallo. Hallo. Guck mal, Ja, wir haben hier. beide Initialen auf unserem, also Ist ja lustig. Buchstaben. Ich bin auf einen Server gekommen und habe direkt drei Sachen in meinem Inventar. Ja, das sind die Sachen, mit denen wir dich beschworen haben. Es müsste ein Steak, ein Knochen und eine Feder sein. Das stimmt, aber in der anderen Reihenfolge ist es eigentlich ein Knochen, eine Feder und ein Steak. Du hast Mysteriös. deinen Skin auch selber gemacht, ne? Einen schönen weißen Anzug hast du Ja, gemacht. ich habe einen weißen Anzug, ja. Man kann auch lesen, wer ich bin. Ja, CK. CK. Du hast aber so schwarzes Zeug auf dem Anzug. Sind das so Offiziersdings da Cool, drin, der oder? Tim, der alte Pirat, hat schon seinen Holzdildo ausgepackt. Super. Ganz, ganz großartig. Ja, Ja. du bist ja auch Bacon, ne? Eigentlich. Ich bin auch. Du gehörst auch Eigentlich zu bin ich das auch. Bacon. Genau. Ist auch Gründungsmitglied eigentlich. Ja, Ja. ist der CK, ein guter Freund von uns. Genau. Den kennen wir schon Hallo. seit einer Weile. Und du baust jetzt hier ein Haus bei das Bacon. Bist jetzt Ehrenmitglied, super Special Guest. Ich werde mir jetzt ein Haus bauen. Also ich bin ja, eigentlich bin ich ja so ein Mensch, der nicht Vanilla spielt. Eigentlich bin ich eher so ein Mensch, der immer ganz viel fancy Scheiß braucht. Aber Ja, du bist mit Tekkit groß geworden, ne? ich bin mit Tech groß geworden. Oh, ich Genau. war eben in deinem Kopf drin. Ganz Wollen wir viel mal Minecraft. schlafen? Irgendwie, dann haben wir Jo, können morgen wir und dann können machen. wir dir einen Platz aussuchen für dein Haus. Haben wir denn noch ein Bett? Nee, Ich habe hier extra, werden ich bin überall extra schon Betten. rausgelaufen. Ich gehe in ein anderes Bett. Ihr könnt euch in die zwei Betten legen, Ach, die das ist schön. Dann lege ich mich neben den Tim. im, Ja, in der hallo. Festung sind. Die Betten. So, hier stehen schon zwei Skelette, die auf mich warten. Das ist doch schön, wie zu Hause. Oh, Creeper! Schade. Wusstest du eigentlich, Patrick, dass das CK, dass du Ja. zwei Minecraft-Accounts hast und Tim keinen? Naja, ich habe den geliehenen von Philipp. Tim hat ja nur den von Philipp. So, Ja, ich das war liege mein jetzt erster auch. Account übrigens. Echt? Richtig, damit, Ja. ja. Damit Auf bin ich groß geworden. Philipp haben es schon zwei Leute reiten gelernt. Stimmt, ich hatte ganz vergessen, dass das gar nicht mein Account ist. Super. Achso, hier muss ich runter.
Du alter. So. Nee. Wo gehe ich denn hin? Ich möchte ein Haus bauen. Ich zeig dir mal, soll ich dich erstmal kurz rumführen? Führ mich bisschen, also rum. Kurz so dann, ne? Introduce mich. Gehst du mal ein Stück. Wo muss ich hin? Das ist ein Loch. Ich mach das Loch immer wieder dicht. Außer wenn Tür. Ihr euch introduced. Hier ist ein Schaf, das töte ich jetzt, damit ich Wolle hab. Für ein Bett. Ist das okay? Das ist okay. Ja. Das ist ein bisschen schwer mit dem Knochen. Komm, geh mal aus dem Weg, ich helfe dir. Ach, hast du geschafft, super. Ja, natürlich. Ja, weil ich hab mein Schwert mit. Was Tim, hast du vielleicht mein Loot geklaut? Dein Loot? Nein, hast du nicht. Ich kann dir aber zwei Wolle einfach so geben, wenn du möchtest. Dann kannst du gleich hier. Dann, das wäre natürlich schön. Das sind die Vorteile, wenn man in so eine reiche Umgebung geboren wird. Ja. Darf ich hier einen so einen Baum wegmachen oder habt ihr die gepflanzt? Das Einzige, was wichtig ist, der ganz große darf nicht weg, wo auch immer da ist. Ich mach neue Saplings hin, dann. Das, genau, du kennst dich ja aus. Das Wichtige ist ja. Ah, genau, die Bäume können alle weg, ja. Das, ne? Worauf ich muss man achten, Patrick? CK? Ach ja. Bei Holz muss man immer wieder aufforsten. Und? Wenn man einen Baum abhackt, dann hackt man den ganz ab. Du hast übrigens, dein Kopf ist wirklich im 90-Grad-Winkel nach oben gerade. Das sieht ganz ungesund aus. Aber das wäre eigentlich ein geiles Gesicht. Kommt mal bitte nochmal nach oben. Schön. Schade, ich kann es nicht sehen. Als hätte dein. Also ich habe hier neu gepflanzt auch. Ja, ist gut. Ich vertraue dir da auch. So, also da hier links siehst du Stims Piratenhöhle. Genau. Irgendwo habe ich auch noch so eine verwirrte Zwergenhöhle, aber die wird nicht mehr überbaut. Da sieht man ja typische Tim-Konstruktion, Tim-Architektur, alles durcheinander und nichts ist gerade. Das ist die TA, ne? Richtig. Klassische TA. Genau. Da steckt ganz viel Zeug hinter. So. Also Ideen und so. Weiter? Ja, ich komme. Hier rechts, kennst ja, du hast ja schon mal gesehen auch, ne? Du hast ja schon mal ein Let's Play geguckt hier. Ich habe eigentlich. Ist das aufregend für dich, jetzt hier mal selber zu sein? Ich finde es wirklich sehr schön, muss ich sagen. Ich habe, ich wollte immer schon mal hier gucken. Ja, hier rechts, jetzt. Wo nicht, weißt du ja, ne? Hier hat Christopher sich gebaut jetzt. Das ist noch gar nicht öffentlich in dem Moment, wo du hier gerade spielst. Oh. Da war Christopher hier. Oh. Ja, das sieht aus wie eine Kathedrale. Ja, das hat Tim auch gesagt. Ja. und ja, hier ist das Feld, ne, kennst du ja, und der Rest ist eigentlich noch frei. Ja, das ist schön. Dann gehe ich mal in diese Richtung. So hier Richtung Dschungel oder so, ne, zum Beispiel. Was ist denn da hinten? Das sieht doch gut aus. Hier hinter der Farm vielleicht. Da ist auch noch alles frei, ja. Da ist auch sehr viel flaches Land. Was ist das? Das ist Leuchtfeuer hinten. Haben wir das mal gebaut? Ach, das ist der Leuchtturm, richtig, glaube ich. Der. Ja, ja. Der, das Leuchtfeuer von Minas Tirith, sowas. Richtig. Echt? Ja, natürlich. Stimmt, da ja, ist es. Natürlich. Mit der Kuh. Dann würde ich einfach sagen, hier setze ich meinen Grundstein. Das ist ein schöner Ort. Ist auch direkt nah an der Farm. Kannst du auch so einen Anschluss an die Farm bauen und sowas hier, wenn du möchtest. Das ist schön. Ich fange direkt einfach mal an. Kann ich dir was Gutes tun? Eigentlich komme ich klar. Sonst hier hast du eine Schaufel, die brauche ich nicht mehr. Ich habe mir erstmal ein Crafting Table gemacht. Oh, das ist nett. Warte, nee, zwei. Gleich. Ach nee, warte mal. Ich bekommen. Ach, deshalb brauchst du die nicht mehr. Weil ich da noch zwei Blöcke mit abtragen kann. Das ist natürlich schön. Ich wollte mal nett sein. Hier ist schon wieder unsachgemäß geforstet worden. Diesmal war ich nicht. Zumindest nicht in letzter das Zeit. Das ist direkt neben deinem Zwergenhaus ist das. Ja, das ist ja auch egal. Das weißt du was, das leck mich am Arsch, das zünde ich jetzt an. Das Haus oder was? Ja, auch. Gleich irgendwann. Wenn ich, Oh. Ah. So. Freunde, jetzt sind wir doch schon. Boah, Kartoffeln sind gerade echt ertragreich. So, das Wichtigste habe ich all schon. Ohne Tür bräuchte ich. Ah, ne, habe ich. So ein Pressure Plate davor bauen. Aber da braucht man Eisen für. Haben wir noch Eisen irgendwo? Ich glaube, im Haus ist noch ein bisschen, ne? Nee, wie baut man aber Pressure Plates? Ah, ich hab's. Zwei nebeneinander einfach. Ja, hab's gerade hinbekommen. Da war eine giftige Kartoffel mit bei. Giftige Kartoffel-Popoffel ist das neue Lied, was ich fand. Deine Schippe ist schon kaputt. Ja. Sie war sehr stabil. Tim-Design. Was habe ich gebaut? Jetzt schiebt man nicht alles auf mich her. Sämtliche Werkzeuge, die aus Stein sind eigentlich immer von dir.
Ja, weil ich ja, okay. Weil ich das Metall für wichtige Sachen aufbewahre. Mhm. Also ich benutze zum Beispiel damit in die Lava springen. Ja, genau sowas. Also ich benutze das immer für Werkzeug, weil ich das für ziemlich wichtig halte. Oft. Ist schon das Einzige auch eigentlich fast. Ja. Was? Und Lava springen? Richtig. So. Mo. Stahl hole ich mir jetzt. Eisen. Und daraus mache ich Flint and Steel. Oder wie wir es hier nennen, Walter Junior in Steel. Dick Steel, der Cowboy. Hier ist das Haus. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Sehr gut. Gibt es eine Mine, in die ich mich... Es gibt ganz viele. Ja, wenn du dem Weg folgst, wenn du dem Weg folgst, kommst du in die Zwergenmine und da ist auch ein Canyon direkt und sowas. Hast du dem Weg folgen an euren Häusern vorbei? Genau, einfach geradeaus. Ist ja schon weit. Vielleicht sollte ich eine neue Mine öffnen bei mir in der Nähe. Ansonsten, ich such dir sonst einfach ein willkürliches Loch im Boden. Die enden normalerweise irgendwo ganz, ganz tief. Entweder gehst du jetzt zu der Mine oder du kannst bei Tim in das Haus, da wo diese Erdsäule ist. Da kannst du mit mir mitgehen, da gehe ich jetzt auch hin. Da gibt es unten ein Loch drin, da gehe ich überall hin. Das ist ein bisschen näher von dir aus gesehen. Dann folge ich dir. Folge mir entlang. Auf diesem entspannenden Weg Richtung Tims Kopfloch. Sie sind schnell. Wo bist du denn? Da bist du. Ja, ich hüpfe, dann geht das schneller. So, sehe ich jetzt nicht ein. Hier rein, das ist Tims erstes Haus. Auch ganz klare TA zu erkennen. Ist wirklich eine sehr klare TA, ne? Ja. Ja. Schön. Ja, hier geht's rein. Die sichere Metalltür mit Erdrahmen. Sehr schön. Also hier runter geht's wahrscheinlich in die Mine. Genau. Sehr schön. Ich zeig dir das mal eben. Und dann ist natürlich, Vorsicht, hier ist ein Loch. Ach, da muss man runter. Was? Das geht bis zum Bedrock. Ja, und wenn du da, Patrick, pass auf, wenn du da drunter weitergräbst, da ist nur noch eine Schicht bis zur Lava. Okay. Also wenn du ganz unten bist, willst du nicht weiter nach unten graben, da ist direkt Lava drunter. Doc, darf ich dich was fragen? Ja. Hast du bitte ein Essensstück für mich? Ja, selbstverständlich. Dann würde ich nämlich über die Minenzeit hinaus dann ein Kartoffel. Hier ist ja noch Pork. Ja, ich brauche nur eins. Das reicht. Danach bin ich. Ich kann ja auch noch ein bisschen Brot craften, wenn du willst. Ich habe gerade ganz, ganz viel. Bin ja Selbstversorger. Das kriege ich hin. Weizen dabei. Ich gehe mal runter jetzt und gucke mal, was da so geht. Ich crafte mir jetzt Brot, weil ich habe all mein Brot, Fleisch habe ich hier gegeben. So. Wie Jesus. Das ist nett. Ich versorge dich mit Eigenfleisch. So. Ich glaube, du hast die Bibel genau richtig gelesen. Da stand irgendwas von Eigenfleisch. Der Baum ist gleich fertig hier. Und dann pflanze ich direkt mal hier einen neuen. Tim, brauchst du deine Erdsäule noch, um dein Haus zu finden? Sonst mache ich die weg. Ist es hilfreich, aber kannst du sie wegmachen oder was Tolleres hinpacken? Dann machst du weg. So. Machen wir das noch ein bisschen schneller. Nee, da komme ich jetzt nicht mehr dran, oder? Nee, ja, viel zu weit weg. Gut los. Ich habe schon Kohle gefunden. Hier sind viele Blumen, du, das ist schön. Viele Pflanzen, viel Gras. Ist da auch eine Blume der Zwietracht bei? Ja, das weiß ich nicht. Ich kann es aber nicht erkennen. Du, Christopher und du, ihr seid die Blumenmädchen. Ja, wir wissen das, ne? Und man muss immer aufpassen bei den Blumen der Zwietracht, ne? Dann fängt man plötzlich an, sich zu kloppen, ohne es zu wissen. Großartiges Ende übrigens der letzten Folge. Hast du das gesehen? Nee, die letzte Folge habe ich leider nicht. Ich meine Tim. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube noch nicht. In unserem Abschiedsbild. Auf jeden Fall hervorragend. Ganz, war ganz hervorragend. Mit den Blumen wieder, oder? Nö. Nee, du wirst es wissen, ist egal. Das will ich jetzt sehen. Die Folge davor lohnt sich. Und sobald das hier, das letzte Stück Holz weggebrannt ist, ist auch das letzte bisschen dieser Folge fertig gebrannt. Ist ja fast poetisch. Halt die Fresse. Egal. Das Feuer ist sehr schön.
Der Dschungel ist sehr schön, dass da der Abend kommt. Abend bricht herein über dem Bacon-Königreich. Oh, ist ein Setzling runtergefallen. Komm in meine Arme. So. Jetzt geh doch endlich weg da, du letztes Stück Holz. Hallo. Ich nutze mal das Getreide. Mach das, mach das. Du kannst ja alles nutzen. Okay. Mein Gott, wie lange dauert das denn? Wie lange brennt die Kacke denn da? Ich brauche einen Mining Laser. Super, ich glaube, da bist du falsch hier. Ja, ich glaube, da hätten wir doch lieber auf dem alten Server spielen sollen. So. Selbst ist der Steve. Erstmal. Der Minecraft Steve. Ja, so, dann sind wir ja alle schon wieder vereint hier. Am Ende dieser Folge, ich glaube 79 von Let's Play Minecraft. Und CK verschwindet da hinten in der Dunkelheit noch. Die Kühe starren mich an. Auch wir müssen irgendwann auch nochmal die Kirche zu Ende bauen, die Kathedrale der Teufel. Richtig, mit dem Metalldach. Wir haben noch viel zu tun. Ach, da bist du ja. Und du hüpfst über die Felder, obwohl du weißt, du sollst es nicht. Wieso soll ich das nicht? Weil du damit die Felder kaputt machst. Ich habe schon zweimal erklärt. Tschüss, Ende der Folge.